Annie Enewing Love. Ich frage mich, was du hättest machen können noch so, nächste. Wahrscheinlich gibt es zwei Sachen. Entweder halt ihr das Gute oder abfackeln. So, und jetzt? Meine Fresse! Also eins, zwei, auf in den und auf in die Spüle! Wo bin ich jetzt? I am on a boat. A boat. Kissen, 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 kissen. Schiffsrum. Ich komme nicht durch, da ist ein verschlossener Riegel im Weg. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Schlüssel. Ja, toll. Wow. Ja, ich gucke mich erstmal außen um. Von hier? Ölfass. Es ist leer. Moment, da ist etwas Glänzendes drin. Ich kann es nicht erreichen. Ich brauche etwas, um es heranzuziehen. Magnet oder Angel oder sonst irgendwas. Oder Fange. Und dann schubst du es einfach um. Ja. Habe ich irgendwo? Ja, ich meine hier. Was ist das? Eine Angelrute. Was für ein Zufall. Ich habe gerade eben noch gesagt mit der Angelbar. Sieht alt aus. Geht bestimmt kaputt, wenn ich es benutze. Dennoch kann ich sie nützlich sein. Was für ein Zufall, mein Schatz. Hoffentlich hält die Schnur. Ich habe es. Ein Schlüssel. Was? Schließt es auf. Was schließt du auf, kleiner Mann? Ich glaube nicht, dass ich diesen Angebote noch benötige. Sie geht bestimmt kaputt, wenn ich sie erneut benutze. Mir ist doch scheißegal, benutze sie einfach, wenn wirst du sehen. Was zum Teufel? Herr Bütchen, was zum Teufel bist du? Yes. Wer zum Teufel bin? Wer zum Teufel hier ich bin? Wer zum Teufel bist du? Was machst du auf meinem Boot? Ich bin hier aufgewacht. Mein Name ist übrigens Ru. Nun, Ru, ich habe nicht gesagt, dass du an Bord kommen kannst. Aber da du schon hier bist, glaubst du, du könntest mir etwas Schnaps besorgen? Etwas Schnaps? Ja, etwas zum Trinken. Du siehst zu klein aus, um trinken zu dürfen. Und du siehst ein bisschen zu menschlich aus, um hier zu sein. Hör zu, ich schlage dir einen Deal vor. Besorg mir etwas Alkohol. Und ich helfe dir nach Hause. So, komm. Abgemacht. Ich weiß nicht, wie kann ich dir vertrauen? Sagst die blinde Passagierin auf meinem Boot. Das Angebot steht. Und übrigens, Shuyu ist mein Name. Wo zum Teufel soll ich den Alkohol finden? Nun, du bist aus dem Nichts aufgetaucht. Ich bin sicher, etwas Schnaps wird auch es auch. Und du kannst jederzeit unten nachsehen. Hier ist der Schlüssel, der dich in den Rumpf bringt. What's the shore we do with the bäh? Da, das sind immer diese Trophäendamen, immer so 30 Kilometer lang sein müssen. Eine leere Flasche. Das könnte nützlich sein. So, hier. Funkgerät. Ich kann nichts damit anfangen. Schau mal. Hast du zwei Schlüssel? Nee. Ah, na, so. Ein alter rostiger Schlüssel, der Schlüssel zum Zugang zum Rumpf des Bootes. Ich finde diesen Schlüssel nicht mehr. Dieser Ort ist schrecklich dunkel. Warum passiert mir das immer wieder? Stecke ich in einen Traum fest? Also so viel wie die träumt, das ist kein Traum, Kleiner. Was? Wie? Wo? Hat das gesagt? Wer bist du? Was bist du? Die wichtigere Frage ist... Wer bist du, Kleiner? Mein Name ist Ru. Es sieht so aus, als würden wir uns endlich treffen. Warte, woher wusstest du, wer ich bin? Ich sehe viele, die durch diese Welt reisen. Jeder hat seine eigene Reise zu entdecken. Und du bist nicht die Erste, die ich gesehen habe, die eine rote Schleife trägt. Also ist das kein Traum. Es kommt darauf an, was du für einen Traum hältst. Unsere Welten prallen aufeinander, wenn du einschläfst. Träume sind nur unsere Vorstellungen von vergangenen Ereignissen. Aber erinnerst du dich an irgendetwas davon? Nö. Ich erinnere mich nicht. Dann muss das hier echt sein. Wir werden nicht durch Träume erschaffen, sondern durch Erinnerungen. Erinnerungen an diejenigen, die gelitten haben. Hilf dieser Welt zu gestalten. Wie bin ich dann hier gelandet?
Diese Antwort ist viel einfacher, als du denkst. Aber um deine Frage zu beantworten, Mu, werde ich etwas von dir benötigen. Großartig, es gibt immer einen Haken. Ich bitte nur um meine Freiheit, Mu. Dieser betrunkene Schwachkopf, er hat mich in diesem erbärmlichen Käfig weggesperrt. Warum? Scheint mir ein freundlicher Typ zu sein. Er vertraut meiner Natur nicht. Solltest du auch nicht. Die da wäre. Ich habe diese schlechte Angewohnheit, Dinge zu ertränken. Es ist meine Bestimmung. Nun, das ist beruhigend. Lass mich dich etwas fragen. Was ist deine Bestimmung? Meine ist es, einen Weg nach Hause zu finden. Und du wirst ihn nicht finden, bis du mir hilfst. Wir Geister sind genauso verletzlich wie du. Merk dir das einfach, Ruhe. Sind wir hier? I am Aumi. Was ist das denn? Ein Brecheisen. Das könnte nützlich sein. Nütsch, nütsch. Ich kann nichts damit anfangen. Sind wir hier? Kiste. Ich kann nichts damit anfangen. Das ist eine große Kiste. Nun lass es uns versuchen. So, hoppla, hab den Brecheisen kaputt gemacht. Ich frag mich, wohin dieser Loch führt, aber was zum Zufall. Nix, 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 nix. Nix, nix. Leer. Großartig, abgeschlossen. Warum ist an diesem Ort seltsamer und alles abgeschlossen? Ich schätze, ich muss einen anderen Schlüssel finden. Warte, 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 warte. Lass mich den hier testen. Es hat geklappt. Rumfässer. Nun, da muss der Schnaps sein, von dem Shui gesprochen hat. Aber ich kann ihn nicht einfach in meinen Händen tragen. Ich muss etwas finden, um ihn aufzunehmen. Warte, ich habe eine Flasche in der Hand. Das sollte funktionieren. So, jetzt muss ich das nur noch zu noch Shui umgeben. Hast du da irgendwas in der Safe? Wenn ich jetzt Knöpfchen drücke, mache ich das Gitter auf. Also. Gehen wir wieder raus? Doch! Weißt du was? Ich lasse dich mal frei. Ich warte besser ab, um sicher zu gehen. Boah. Dann kommen wir hier raus. Da steht auch nur so ein Loch, wa? Nein, Mann! Let me raus! Let me go! Let me go, let me go, let me go, go, go! Ah, doch gefunden. Es geht nicht um Vertrauen, Ru. Vertrauen ist in dieser Welt nutzlos. Ich erinnere mich an Zeiten, als dieses Schiff eine Besatzung hatte. Loyal und fleißig. Folgten sie immer den Anweisungen des Kapitäns. Sie vertrauten ihm. Jetzt schlafen sie fest in ihren Tiefseeersären. Bei den Handflächen meiner kalten, leblosen Händen. Ich kann jetzt sehen, warum Chuju dich dir nicht vertraut. Ich bin kein Mörder. Ich kann nicht ertränken, was bereits ertrunken ist. Was meinst du damit? Die Q vertraute einem Alkoholiker, sie zu führen. Er sollte auf dem Meeresboden sein, nicht an einer Flasche. Warte, Chuju ist der Kapitän. Chuju ist der Kapitän. Was macht das dann aus? Dir? Die Rache. Ich muss jetzt gehen. Du bist nicht Teil unserer Welt. Deshalb solltest du nicht, uns nicht helfen. Finde einen Weg nach Hause. Was? Hä? Er will doch Hilfe, was? Also man kann sagen, der blaue Umbi ist jetzt eigentlich da, um ihn zu ersaufen. Aber der Captain hat sozusagen seine Crew ersoffen, weil er Alkoholiker ist. Aber was, Captain sind ja, zum Beispiel jetzt in Geschichten, sind ja fast immer Alkis. Ich komme ja eh wieder in die nächste Geschichte, wenn ich es gemacht habe. Also willst du jetzt einfach mal den Alkohol geben und dann beim zweiten Durchlauf immer das Böse nehmen? Wenn es klappt.
Hier, Shuju, ist das in Ordnung? Ah, guter alter Rum. Das hast du gut gemacht, Mädchen. Jetzt entschuldige mich, während ich meine Probleme ertränke. Entschuldigen Sie mich? Wie wirst du mir helfen, einen Weg nach Hause zu finden? Richtig. Ich kann dich nach Hause schicken. Versuche einfach, dich aus den Schwierigkeiten herauszuhalten, okay? Ich habe das schon eine Weile nicht mehr gemacht. Ich entschuldige mich, wenn du woanders landest. Warte eine Minute und tschüss. Am Bordell für a Map. Ich erinnere mich an diesen Ort. Aber ich bin sicher, es gab ein helles Licht. Atom! Leuchtturm. Ein Leuchtturm. Hör da mal auch auf dahin. Unterwegs gucken, was du findest. Wie zum Beispiel diese Giftpilze. Es gibt jedoch kein Licht. Was ist das? Ein Feuerzeug. Was für ein Zufall. The end of the line. What? Kann ich hier noch irgendwas untergucken? Nö, nö, nö. Pilze. Oh, schade. Ich kann mir keinen Pilz geben. Wie war das denn mit meiner Big Sister? Gönn dir einen Pilz! Tür. Er ist verlassen. Warum? Habe ich erwartet, dass jemand hier ist. Ich will nur nach Hause. Jemand da. Jemand hat dich gehört. Klickjacke. Da. Dich kommt mir bekannt vor. Hallo, ich bin kleine Jackie. Ah, du bist so süß. Bitte nimm mich nicht so. Es ist verstörend. Es verstört mich. Oh, das tut mir leid. Ist schon in Ordnung. Also, was machst du hier, Miss? Mein Name ist Ru. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich überhaupt hierher gekommen bin. Naja, du wurdest gerade teleportiert von einem Captain. Von einem IP? Nun, denn willkommen im Leuchtturm der Träume, wo all deine Träume vielleicht in Erfüllung gehen. Ah, ich mache nur Spaß. Aber im Ernst, das ist das Ende der Fahnenstange für dich. Das Ende der Fahnenstange? Du meinst, ich kann endlich nach Hause gehen? Nun, das kommt drauf an. Kommt worauf an? Wie viele Seelen du gerettet hast. Ich meine, ich mache nur Spaß. Alles, was du tun musst, ist einfach das Licht einzuschalten. Das ist alles? Das ist alles. Ich wette, es gibt einen Haken. Kein Haken, nur ein Wort der Warnung. Die Leuchtturmwärterin ist niemand, den man anlügen sollte. Die Leuchtturmwärterin, sie ist so etwas wie der allererste Geist. Sie steuert die Lampe an der Spitze des Leuchtturms. Auch wenn du weißt, wie man das Licht einschaltet, sie ist diejenige, die sich lässt. Wie auch immer, viel Glück. Oh. Sie wartet auf dich. Ja, ich lass mich doch erstmal hier unten rumgucken. Könnte diese hilfreich sein? Weiter, okay. Hier scheint es nicht mehr so sein. Du bist also die Leuchtturmwärter. Was möchtest du? Muma. Was? Was möchtest du? Ich will einfach nur nach Hause. Es ist das so? Ist es wirklich das, was du willst? Das ist es. Ja. Manchmal können wir nicht die Dinge haben, die wir wollen. Wie eine zweite Chance. Glaubst du, dass jeder eine zweite Chance verdient? Ja, das tue ich. Jeder verdient eine zweite Chance. Sogar solche wie ich. Wie du. Schau, ich habe ein schlimmeres Schicksal erlitten als der Tod. Aber es wäre einfacher, es dir einfach zu zeigen. Oh nö. Das ist mein ungeborener kleiner Junge. Wir sind beide bei einem Autounfall gestorben. Glaubst du, er verdient eine zweite Chance? Genau wie ich dachte. Du bist genau wie die anderen. Geh einfach, du bist nicht gut für uns. Aber wir brauchen dich nicht. Auf Wiedersehen. What? Well, Tybert, ist es vorbei? Ich schätze, das war's. Seufzt. Oh, na ja. Ja, das war der erste Durchlauf von Red Boom. Da war Big Sister angenehmer, wenn ich mir so eine kleine Check-Ding mache. Was von verschiedenen li lizenzfreien Webseiten zur Verfügung gestellt. Was?
Die, also die Soundtracks sind alle von lizenzfreien Sachen genommen. Besonderen Dank, Credits Modul 1.17 von SSH Graves Games. Meine Frau und Kinder, ich liebe euch so sehr. Zum Andenken an meinen Cousin Black, mögest du in Frieden ruhen. Spiele-Engine Tools, Adventure Game Studio, Esprit, Evelyn to Life 9, Ellenbogenfett. Hä? Danke, dass du